Feuerzeuge sind Lebensretter. Aber sie haben einen ganz großen Nachteil. Und zwar, wenn sie einmal nass geworden sind, dann kannst du sie lange Zeit nicht einsetzen. Nämlich so lange, bis sie wieder trocken sind. Ich mag dir drei Tricks zeigen, wie ich meine Feuerzeuge trocken halte. Und wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Feuerzeug. Und ich zeige dir jetzt drei Techniken, wie ich meine Feuerzeuge trocken halte. Was ist eigentlich das Problem? Einerseits die Trockenheit, also ich will, dass es trocken ist, so trocken wie nur irgendwie möglich. Und auf der anderen Seite will ich nicht, dass aus irgendeinem Grund, weil ich das in meiner Ausrüstung liegen habe, da irgendwo was draufkommt und dadurch das Gas rausgeht. Daher nehme ich so eine Jute-Schnur, ja, das ist eine Natur-Jute-Schnur, die kann man auch auseinandernehmen und damit Feuer machen. Das ist ein Trick, so ein kleiner Trick, das heißt wieder in den Multi-Use. Und wenn dich Survival-Tipps und Tricks interessieren, dann empfehle ich dir mein Buch, Link findest du natürlich unten, und da gibt es 600 von solchen Tipps hier. So, und das knote ich da jetzt fest. Muss mal ein bisschen Zeit lassen. Ich habe nämlich Wurstelfinger. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber meine handwerkliche Begabung ist überschaubar. Aber ich bemühe mich. Ich lasse nicht locker. Nein. Wichtig dabei ist, dass das ist so ein kleiner Rand, ne? Da muss diese Schnur reingehen. Du kannst auch Paracord nehmen, wenn du willst. Aber ich nehme absichtlich diese Hanfschnur, aus dem Grund, weil ich dann auch gleich Zunder zur Verfügung habe. Und das ist schon eine coole Sache. Ja, so ein kleiner Trick. So, habe ich jetzt nicht schön gemacht, das könnte man dann auch abschneiden. Ist uns aber jetzt mal fürs Erste egal. So, jetzt kann ich da drauf drücken, was ich will. Geht nicht. So, das heißt, es kann einmal nichts passieren hinsichtlich des Auslaufens, sozusagen Gas raus. Und jetzt habe ich eine Variante, und das muss ein bisschen kramen, und zwar, jetzt wirst du sagen, reinen, nein, das ist so billig, ja, es ist billig. Mhm. Genau. Und ja, das ist ganz einfach so. Und ja, ich bin ja nicht der Einzige auf dieser Welt, der gerne Sachen eintütet. Lieber Jürgen, ja, ich habe auch solche Sackerl und du auch gerne eintüten. Genau. Das heißt, einfach so eingepackt und die Sache ist erledigt. Jetzt würdest du sagen, was wirklich, das ist dein Tipp. Ja, das ist mein Tipp, was soll ich sagen? Das heißt, es kann nichts mehr passieren, es ist wasserdicht und ja, du kannst da vielleicht auch noch den einen oder anderen Zunder dazugeben, der auch gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss, weiß ich nicht was, und du hast dein Notfallselement fertig. So, das ist einmal die eine Variante. Und dann ist sehr, sehr günstig und sehr, sehr einfach. Dann mag ich dir noch eine zweite Variante zeigen, die auch noch sehr günstig ist. Und zwar, das ist das hier. Da gibt es immer wieder auch auf Amazon, ich versuche etwas Vernünftiges rauszufinden, ich gebe da unten den Link dazu. Das ist wasserdicht. Ja? Das heißt, das macht man da oben auf. Ich habe hier Tampons drinnen, ja, die brennen gut, und einen Labello. Oder irgendein anderes Fettdingsbums. Einerseits kann man es verwenden, um Kusslippen herzustellen? Nein. Also im Winter zum Beispiel, wenn es wirklich kalt ist, wenn der Wind recht geht, also stark geht, dann ist das sehr vorteilhaft, wenn man sowas zur Verfügung hat. Daher und so. Jetzt wirst du sagen, René, aber warum hast du überhaupt diesen Labello? Weil er Brandverstärker ist. Wenn du das noch nicht weißt, dann empfehle ich dir auch wiederum das hier, eh ganz klar. Ja, also aufmachen und den Labello dazugeben, anzünden, das ist ein Brandverstärker. Ja. Das ist ganz einfach die Idee dahinter. Mit dem kriegst du auch bei Feuchtigkeit Feuer hin. Also das ist schon ein bisschen mehr als nur das Plastiksackel, denn da habe ich auch noch, also da geht halt nur bedingt was rein. Was auch passieren kann, ist, dass es mit der Zeit irgendwann einreißt und dann hast du ein Guckloch. Nein, dann kommt die Feuchtigkeit wieder rein. Das ist bei dem hier nicht gegeben. Ich meine, ich würde nicht mit dem Panzer drüber fahren, das ist klar, aber das hält schon einiges an Druck aus. Also das ist eine Variante. Schau ganz einfach, wie du das zusammenkriegst. So, das ist eine Version. Version 2. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganz arge Version. Ja, und zwar die ganz arge Version, oh, das fällt runter. Die ganz arge Version ist, ich habe das schon einmal so mal ganz grob herzeigt, da habe ich ganz viel Kritik dafür geerntet. Und da haben mir dann einige geschrieben, ja, sowas Teures, so ein Scheiß und so Geschichten. Ja. Also schau, das, was ich dir jetzt gleich zeigen werde, wenn ich das da runterkriege, da das Ding da, was ich dir jetzt zeigen werde, ist ja nur eine Empfehlung. Ich sage nicht, dass du das unbedingt brauchst, ja, aber es wäre eine Idee. Es hat Vor- und Nachteile, und zwar das ist das hier. Dieses Verhütteli ist wirklich teuer. Ich gebe es zu, ich gebe da unten den Link auf Amazon. Es ist nicht meine Idee, ja? Es bin nicht ich. Ja? Aber da passt ein Big-Feuerzeug. Ich empfehle dir immer nur Big-Feuerzeuge zu kaufen. Ja? Also mit einem Zünder, mit einem kleinen Feuerstahl sozusagen. Das passt hier wirklich genau rein.
Dann gibt es ein Hoodie, das gibt man da oben drauf und dann ist es wasserdicht und es kann auch nicht auslaufen. Was der Nachteil dabei ist, du hast halt nicht ein Ding für alles, ja? Weil, was meine ich damit? Da jetzt kann ich das Feuerzeug reinlegen und habe auch gleich Zunder und Brandverstärker. Ganz wichtig, Brandverstärker bei Regen, ganz, ganz, ganz wichtig. Mit dem, weil die OBs allein oder anderer Zunder hilft dir nicht. Die brennen eine Zeit und dann sind sie aus. Dann kommt vielleicht Feuchtigkeit dazu und ein Brandverstärker, da ist die Idee, dass die Flamme, die mal durch den Tampon gefangen wird und aufgeht, in diesen Brandverstärker reingeht, also in den Labello, und dann weiter brennt für ein paar Minuten. Dadurch hast du ganz einfach viel mehr an Chance. Ist ganz einfach so. So, das ist hier nicht. Das heißt, das musst du extra mitführen, was ja auch kein Problem ist. Dafür, das ist also wirklich massiv und echt top und ja, kostet halt ein bisschen was. Du könntest hier und hier auch noch ein Band durchgeben, von mir als Paracord oder auch wieder dieses Hanfschnürl da, irgendwo habe ich es eingesteckt, ist ja wurscht. Das könntest du machen und hast dann auch wiederum ein bisschen an Zunder mit dabei. Wenn du magst, ist das machbar. Ja, das waren meine drei Varianten. Hast du eine Variante? Wie hältst du dein Feuerzeug trocken? Außer das, was ich da jetzt gezeigt habe. Schreib mir unten einen Kommentar. Das wäre echt cool. Da freue ich mich drauf und mag dich auch einladen, unten die Kommentare zu lesen, denn da kannst du das eine oder andere vielleicht mitnehmen, was ich noch nicht kenne. Und ich werde das prüfen und die Kommentare durchlesen. Und wenn irgendwas dabei ist, was mir taugt, dann mache ich es nach. Ich nenne dich aber natürlich auch und mache dann noch einmal ein Video dazu. Ja, das war's. Ich mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, wie du magst. Schau auch bei meinem Survival Mentor Programm vorbei, gebe ich da auch unten den Link. Da kriegst du ein ganzes Jahr lang jede Woche ein neues Video mit genau solchen Lektionen, wo ich dir zeige, worauf es ankommt. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, Glocke drücken nicht vergessen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Bis bald. Ciao.